Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch an die erste Amtszeit von Donald Trump erinnern, 2016 bis 2020. Und fast jeden Tag, als zum Beispiel der Dow Jones, Trumps Lieblingsindex, neue Rekorde erreicht hatte, da twitterte der gute Donald: Ja, seht ihr, neues Allzeithoch beim Dow Jones. Wem habt ihr das zu verdanken? Mir, dem besten Präsidenten aller Zeiten. In letzter Zeit dagegen ist Donald auffallend still angesichts der Rekorde an den US-Aktienmärkten. Warum? Naja, ist irgendwie der falsche Präsident gerade am Start, nämlich Joe Biden. Trotzdem Allzeithochs, das sorgte für Trump für eine gewisse kognitive Dissonanz. Wie konnte es sein, dass unter aus seiner Sicht einem so schlechten Präsidenten die Aktienkurse so hoch sind? Eigentlich gar nicht. Und jetzt hat er so ein bisschen vielleicht das mentale Problem, dass die Aktienmärkte sehr hoch sind, aber all das, bevor er am 20.01. dann die Geschäfte als Präsident übernehmen wird. Also hat er faktisch gesehen, bis zu diesem 20.01., also bis zu seiner Amtsübernahme, null Interesse daran, dass die Aktienkurse weiter steigen. Vielmehr könnte Trump sogar Interesse daran haben, dass die Aktienkurse fallen, weil er dann eben sagen kann: Seht ihr, seit ich jetzt am Ruder bin, geht es wieder nach oben. Ich bin der Präsident mit steigenden Aktienkursen, mit Rekordaktienkursen etc. etc. Und so erklärt sich vielleicht, dass Trump heute Nacht verbal einen rausgehauen hat, der logischerweise die Aktienmärkte beeinflusst, nämlich die Ankündigung von Zöllen gegen China, Mexiko und Kanada, ergo die drei größten Handelspartner, die die USA haben. Und die Motivation, die Begründung ist ein bisschen seltsam von Donald Trump, und das Ganze wollen wir uns mal anschauen. Hier sehen wir diese Aussagen von Trump: Ja, Zölle von 10% extra nochmal auf die wahrscheinlich 60% mindestens für China und 25% Zölle für Kanada und Mexiko. Und seine Begründung: Due to open borders, also wegen offenen Grenzen. Aha, waren die vorher zu? Oder was hat sich da jetzt verändert? Drugs, also Drogen, und illegal aliens. Also so richtig kapiert man nicht, warum jetzt plötzlich sozusagen da nochmal einer oben drauf gesetzt werden muss, als wäre das jetzt eine neue Situation mit eben dem Importe von Drogen, etwa Fentanyl aus China. Als würden eben über die Grenzen nicht weiterhin Migranten kommen. Und er sagt: Diese Zölle werde ich am 20. Januar, also dem Tag der Amtsübernahme, one of many first executive orders, also das wird somit meine erste Exekutivorder sein. Aber die Begründung, wie gesagt, die macht eigentlich hinten und vorne keinen Sinn, weil sie ja nichts Neues ist oder nichts, was jetzt etwa eine Dimension erreicht hätte im Vergleich zu kurzer Zeit vorher, wo man sagen müsste: Ja gut, macht Sinn, dass er jetzt da nochmal schärfer wird. Nein, das macht keinen Sinn. Also aus meiner Sicht sozusagen so eine verbale Keule, um schon mal zu drohen, den anderen Ländern zu drohen, gleichzeitig den Aktienmärkten ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu geben. Hier sehen wir das mit dieser Geschichte: Illegal Drugs, particularly Fentanyl und so weiter. Illegal aliens stop this invasion of our country. Sowohl Kanada und Mexiko haben das absolute Recht und die Macht, das zu stoppen und so weiter und so fort. Tun sie aber nicht, so sagte Trump. Also müssen wir da jetzt mal ein bisschen mit der Zollkeule draufhauen. Jetzt diese Grafik, meine Damen und Herren, sehr, sehr wichtig und interessant. Hier sehen wir die größten Handelspartner der USA. Und wenn Sie rechts mal gucken, das Verhältnis zwischen Export und Import ist sehr wichtig, denn hier sehen wir, die Nummer 1 ist als Handelspartner für die USA Kanada. Also Kanada 25% Zölle. Jetzt ist es aber so, dass Kanada immerhin ein Verhältnis von 0,86 hat Exporte zu Importe. Das heißt, Kanada exportiert auch relativ viel in die USA, aber importiert auch relativ viel aus den USA. Mexiko dagegen hat eine Quote von 0,7. Mexiko also exportiert mehr in die USA, als sie importieren. China hat eine Quote sogar von knappe 0,3. Also China ist besonders betroffen, weil China eben viel in die USA exportierte. Dann sehen wir schon Deutschland etwa mit einer Quote von 0,48. Also wir auch ziemlich stark dabei, und die Europäische Union 0,58. Also die alle haben Handelsbilanz über
Handelsüberschüsse mit den USA. Es gibt einige wenige Länder wie Brasilien, die sogar Handelsbilanzdefizite mit den USA haben, aber die allermeisten eben Handelsbilanzüberschüsse sind also anfällig, weil sie eben darauf angewiesen sind, in die USA zu exportieren. Jetzt gucken wir uns aber mal Kanada speziell an, wichtigster Handelspartner mit einem Verhältnis von 0,8 irgendwas in Sachen Export-Import. Und wir sehen, der wichtigste, mit Abstand wichtigste Exportfaktor der Kanadier in die USA ist Energie. Energy für 173 Milliarden Dollar, dazu Autos und Trucks, aber vor allem eben Energie. Und das ist ja etwas, was für die USA wichtig ist, es sei denn, sie machen das, was Bessent ja vorgeschlagen hat, wir werden die Ölproduktion deutlich erhöhen, dann bräuchte man vielleicht kein Öl oder Gas mehr aus Kanada, das ist die große Frage. Die Chinesen haben reagiert, eben auf diese Drogengeschichte, Fentanyl, ja, China böse und so weiter, die lassen das ja weiterlaufen. Hier hat ein Sprecher gesagt, also wir haben seit 2023 Schritte unternommen, unter anderem Todesstrafe, bla bla, um diesen Fentanyl Traffic, um diesen Export in die USA zu stoppen. Dementsprechend sei das also von Trump komplett an den Fakten vorbei, uns hier zu unterstellen, wir würden hier das sogar befördern. Also das zeigt, man glaubt diesen Behauptungen von Trump nicht, und ich denke relativ zu Recht, da hat sich ja nicht so wahnsinnig viel geändert in letzter Zeit, und China warnt natürlich, niemand wird gewinnen bei einem Handelskrieg mit diesen Zöllen, aber China hat eben noch mehr zu verlieren und die Konsumenten haben vielleicht auch was zu verlieren, denn wir sehen hier diese Zölle. Wenn die also jetzt so kommen und bei dieser Gewichtung dieser Handelspartner Nummer 1, 2 und 3, also mit saftigen Zöllen, das würde solche Dinge des täglichen Lebens deutlich verteuern. Jetzt Interview-Aussage von Scott Bessent, dem designierten Finanzminister, der sagt, ja, also diese Zölle, die wirken ja gar nicht inflationär, weil wenn ein Produkt teurer wird, dann kaufen eben die Konsumenten was anderes oder haben eben weniger Geld für etwas anderes. Ich glaube, diese Theorie stimmt nicht. They have less money to spend on the other thing, though there is no inflation. Aber wir sehen eben aus der Geschichte, dass Zölle durchaus einen Effekt haben von Inflation und die Preise nach oben bringen, und zwar auf breitester Front. Und das also zeigt schon mal, eigentlich zeigt die Geschichte also schon mal, dass Bessent hier Unrecht hat. Das Einzige, sagt er, was Inflation erzeugt, ist die Ausweitung der Geldmenge oder eben die Ausweitung der Ausgaben der Regierung. Da hat er natürlich einen Punkt, aber es sind eben auch die Zölle, die das Ganze auslösen, weil schlichtweg eben die Importeure, die also praktisch diese Waren dann ins Land bringen, diese Zölle oben drauf schlagen auf den Preis. Das müssen alle machen, sonst verzichtet man auf Marge, also macht man es eben. Und einer, der auch nicht mehr an Inflation glaubt, ist Austin Goolsbee, der dovischste Vertreter wohl innerhalb der Fed. Ich habe so das Gefühl, der will sich so als neuen Fed-Chef irgendwie ins Spiel bringen, um sich da einzuschleimen, indem er jetzt gesagt hat, also ich denke, die Zinsen werden noch deutlich niedriger werden in Richtung neutrale Rate. Manche sagen, andere sagen von der Fed eben, die neutrale Rate ist jetzt viel höher anzusetzen, also die Rate, die weder die Wirtschaft unterstützt noch bremst. Also der will hier sozusagen dem Trump schon mal in den allerwertesten kriechen, hat man das Gefühl. Interessante Reaktion natürlich an den Märkten, Dollar stärker, Peso, mexikanischer Peso und andere Währungen unter Druck. Wir sehen das normalerweise, was Sie da oben sehen, dieses rosa, lila, ja, was auch immer das ist. Wir sehen hier also den Dollar, und normalerweise ist jetzt in dieser Zeitperiode, wird der Dollar eigentlich jedes Jahr schwächer. Wir haben also für den Dollar eine saisonal sehr ungute Zeit, so Ende November, Anfang Dezember. Und da sehen wir schon auch, dass diese Dollarstärke, die wir zuletzt gesehen haben, durchaus sich eben bei den Exporten in den USA bemerkbar macht. Hier der Einkaufsmanager-Index PMI, neue Export Orders, sehr, sehr schwach, praktisch niedrigster Stand seit Corona, mit einer kleinen Ausnahme in 2023. Klar, die amerikanischen Waren werden teurer, die amerikanischen Firmen, wenn sie international tätig sind, in Europa Geschäft machen etwa, dann verdienen sie zwar Euros, aber für die bekommen sie weniger Dollar, wenn sie das Geld repatriieren, also in die USA zurückbringen, ist für die durchaus auch ein negativer Punkt.
Und das eben könnte auch ein negativer Punkt für die Aktienmärkte sein, 20.11.25. Bis dahin hatte Trump nichts zu gewinnen an den Aktienmärkten. Er ärgert sich sogar, so schreibt mein Kollege Wolfgang Müller mir auf WhatsApp, über Rekorde beim Dow. Er möchte eben selber neue Meilensteine präsentieren. Und Trump hat sich nicht ein einziges Mal positiv eben dazu geäußert. Er möchte derjenige sein, der das Ganze hier nach oben bringt. Und dabei sind die Aktienmärkte der USA in Relation zur Restwelt schon ziemlich weit oben. Nach oben ging es gestern auch, pardon, wegen der Ernennung von Bessent zum Verteidigungsminister. Dow mit neuem Record-Close, Russell neues Allzeithoch, der Nebenwerteindex. WIX minus 4%, Nasdaq der schwächste Index, Tech war sozusagen die vorletzte Branche nach Energie, also da zeigte sich eine gewisse Schwäche bei Tech, vor allem wegen Nvidia, die gestern über 4% runtergekommen ist, aber insgesamt haben wir gesehen, dass die Anleiherenditen deutlich gefallen sind, mit der Annahme eben Bessent heißt weniger Inflation, weil der mit den Zöllen nicht so schnell machen wird, aber faktisch ist der Boss eben nicht Bessent, sondern Trump, und der haut mal einen raus und droht erstmal mit sehr hohen Zöllen. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-Jährigen jetzt unter der Marke von 4,3. Das TLT-ETF, also das langlaufende US-Staatsanleihen, abbildet, wenn die Kurse steigen, fallen die Renditen und umgekehrt nach oben ausgebrochen aus dieser, was ist das, Diamantenformation, wie auch immer man das sagen kann. Gestern auch Sell-off bei Gold. Und das sowohl Bessent, der Verteidigungsminister, der Finanzminister, weswegen Gold ja gefallen ist, wegen weniger Inflation und so, Sie verstehen, eigentlich jemand ist, der sagt, wir haben hier ein echtes Problem mit der Geldpolitik, eigentlich jemand, der für Gold freundlich sein sollte. Gold heute dann auch gefallen im Gefolge der Trump-Drohungen, was ich nicht so ganz verstehe, weil das ja eigentlich, wenn Trump die Zölle erhebt, latent inflationär ist, was wiederum Gold dann eigentlich unterstützen sollte. Kommen wir, meine Damen und Herren, jetzt nochmal zur Innenpolitik USA, CNN mit einem Bericht, dass manche so in der kommenden Trump-Administration schon ein bisschen sauer sind, dass Elon Musk sich so in den Vordergrund spielt. Der soll mal ein bisschen zurücktreten. Trump is more popular than Allen und Trump wants to keep it that way. Also Trump möchte, dass er die Nummer 1 ist, auch in der Wahrnehmung. Der Elon, der ist ja sehr aktiv auf X und so weiter und so fort, sehr präsent derzeit. Und dann auch eine interessante Attacke eben auf X gegen Angela Merkel. Er hat nämlich gefragt, who is the Angela Merkin? Wer also ist diese Angela Merkin? Und Merkin ist im Englischen das Wort für Schamhaarperücke. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Jedenfalls natürlich ein bewusstes Wortspiel, eine ziemliche Attacke auf Angelina, die ja kürzlich dieses Buch geschrieben hat, wie manche sagen, 700 Seiten Selbstrechtfertigung. Merkel hat ein ganz eigenes Genre begründet, null Eigenkritik oder wo man sagt, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist falsch gelaufen, das ist schief gelaufen, da habe ich was zu spät erkannt. Nein, Merkel, alles richtig. Wenig Selbstreflexion hat man das Gefühl, Selbstreflexion passiert aber jetzt bei großen US-Konzernen. Walmart etwa fährt jetzt wie Ford, John Deere, Toyota und andere seine Woken-Kampagnen zurück, Day-Policies, und wird ein bisschen zurückgefahren. Also hier diese ganze, was damit zusammenhängt, da haben manche ja richtig auf die Mütze bekommen, die sozusagen hier diese Woke-Werbung gemacht haben und dann abgestraft wurden. Und abgestraft wird auch in England Mr. Starmer, der Sozial- oder der Labour-Regierungschef. Nicht nur hat es jetzt in kurzer Zeit 2,3 Millionen Unterschriften gegeben, dass es schnelle Neuwahlen geben soll. In 48 Stunden 2,3 Millionen Unterschriften, das ist schon der Hammer. Warum? Weil Starmer einerseits die Steuern anhebt, andererseits die Sozialleistungen kürzt. Das ist in der Mischung eine sehr populäre Geschichte, die er vor allem vor der Wahl nicht so angekündigt hat. Die Briten senden jetzt auch Dutzende von Storm Shadow Missiles in die Ukraine. Also da geht es richtig rund, auch bei der EZB, da gab es jetzt kürzlich so eine Projektion, wahrscheinlich mit einem riesigen Beamer am EZB-Gebäude, Study Bitcoin, das fand ich sehr, sehr witzig, wahrscheinlich hat die EZB
Bitcoin nicht verstanden wie ich, sonst wäre man ja im Bitcoin-Fan-Club. Eieiei, da muss man noch viel studieren bei der EZB, ich natürlich auch. Und hier schauen wir nochmal nach Deutschland. Der Kapitalmarkt zeigt wenig Vertrauen in die finanzielle Solidität Deutschlands. Wir sehen, die Renditen für deutsche Staatsanleihen steigen. Die 10-jährige Bundesanleihe wird verkauft. Der Zins, also die Rendite dieser Bundesanleihe, steigt erstmals über den 10-Jahres-Zins der Euro-Länder. Das heißt, Deutschland wird jetzt latent als unsolider gesehen als andere Länder in der Eurozone. Das muss man sich mal vorstellen. Einen solchen Abstieg musst du erst einmal absolvieren, meine Damen und Herren. Das ist schon ein, wie soll man sagen, ein Scheitern mit Weltrekordniveau, was hier passiert, weil man sich eben sagt, naja, diese Schuldenbremse, die wird aufgehoben. Das wird jetzt nicht gerade solider, die deutsche Finanzpolitik. Und kein Wunder, dann haben wir solche Sendungen wie gestern hier in der ARD mit Linda Zervakis, die sagt, ja, also diese Schuldenbremse, die sei ja willkürlich ins Grundgesetz reingeschrieben worden, ja, komplett willkürlich, nicht? Also, das ist, irgendwer hat es da reingeschmuggelt, diese Sendung, die 100, was Deutschland bewegt. Dann argumentiert sie auch, ja, also Trump und so weiter, das sei ja ein demokratischer, sei ja eine außergewöhnliche Notsituation, also ein demokratischer Regierungswechsel in den USA, einem Land mit jahrhundertelanger Demokratie, das ist eine außergewöhnliche Notsituation. Okay, kein Wunder, dass wir so ein bisschen mental nach unten ditschen. Das hat auch dieses Interview mit Karin Mioska gezeigt, die den guten Robert so angeschmachtet hat, dass es schon peinlich war. Viele Frauen haben auch geschrieben, also hier sollte Frau Mioska nicht dem Ruf ihrer Hormone folgen, sondern mal ein bisschen Journalismus betreiben, statt irgendwelche Fragen zu stellen, ja, welche Socken haben Sie denn in der Küche an? Also als gäbe es in diesem Land nichts anderes an Problemen, was man mal den Herrn Habeck fragen könnte. Und hier Habeck natürlich mit seiner, wie soll man sagen, pseudophilosophischen Art, die Wirklichkeit schlägt die Transzendenz der Realität mittels der Kontinuität metaphorischer Insolvenzen in einer konstanten Reflexion der eigenen Bescheidenheit im Spiegel des Scheiterns der FDP. So ungefähr ist das, was Habeck gestern gesagt hat. Dazu dann ja auch das ZDF mit diesem Bild von Lindner im Rahmen einer Reportage über Superreiche, die wenig oder gar keine Steuern zahlen. Da hat sich Lindner beschwert. Das ZDF hat gesagt, okay, stimmt, war jetzt nicht so geil. Hier ein Ex-Journalist, der sagt, was hier jetzt seit einiger Zeit im öffentlichen Rundfunk läuft, ist nicht mehr nachvollziehbar. Ich muss gestehen, ich bin froh, dass ich in vorzeitiger Rente bin. Diese Entwicklungen kann ein Journalist, der sich den Standards seines Gewerbes verpflichtet, weiß, nicht mehr mitmachen oder auch nur ignorieren. Wir müssen da ein klares "So geht das nicht" entgegensetzen. Richtig, so geht das nicht. Afuera, würde Javier Milei sagen. Weg mit euch. Wir können euch nicht mehr brauchen. Wir brauchen eine Reform, eine echte Reform. Das ist hier Gesinnungsjournalismus. Das ist sozusagen ein pädagogischer Ansatz gegenüber der vermeintlich dummen Bevölkerung von Leuten, die in einer Blase leben, aus dieser Blase wunderbar oder in dieser Blase wunderbar und gut finanziert leben können, aber mit den Problemen der Bevölkerung null zu tun hat, die auch nicht mal mehr versteht. Deswegen sehen wir zum Beispiel hier in dieser Grafik, dass die Stimmung in Deutschland ja eigentlich sehr gut ist, also zumindest besser als in Bulgarien, dass das Einzelland, wo die Stimmung laut Umfragen noch schlechter ist. Und dann haben wir eine geniale Außenministerin, die ja kürzlich eine Pflegerin behinderter Kinder angezeigt hat, weil diese sie mit einer vergleichsweise harmlosen Formulierung bedacht hat. Jetzt spricht sie sich eben für die Verhaftung von Netanyahu, Israels Regierungschef, aus, nachdem hier dieser Haftbefehl vom Den Haager Gerichtshof ja erlassen wurde, der hoch umstritten ist. Also wäre mal gespannt, wenn im Land des Holocaust dann ein israelischer Ministerpräsident verhaftet würde. Das wäre dann irgendwie so die Krönung. Vielleicht schafft die Ampel das noch. Naja gut, die Ampel ist tot, aber vielleicht schafft die gute Baerbock das noch.
Und sie kämpft ja gegen den Faschismus, also auch gegen Milei auf dem Weg zum Marktfaschismus, so hat die Zeit ja getitelt. Jetzt allerdings sehen wir, dass sehr, sehr viel Geld nach Argentinien fließt, auch aus den USA, weil die sagen, der macht es genau richtig mit der Axt dran. Bürokratieabbau etc. Manches könnten wir übernehmen, wahrscheinlich nicht alles, aber manches eben schon. Simon Betschinger sagt hier, die Deutschen wollen einfach wieder ein besseres Leben, sie wollen ein höheres Nettoeinkommen. Der Durchschnittsverdiener musste 2024 bis zum 11. Juli für den Staat arbeiten, um Steuern und Abgaben zu bezahlen. Also du arbeitest etwa die Hälfte des Jahres, Pi mal Daumen, nur für den Staat, erst dann für dich. Und das kann so nicht weitergehen. Die Steuereinnahmen sind üppig, nur die Ausgaben sind noch üppiger in Deutschland. Da muss sich was drehen, da muss sich was ändern. Bitcoin scheitert an der 100.000er Marke. Nein, Bitcoin ist nicht gefallen, meine Damen und Herren. Nur vorübergehend nicht gestiegen. Ganz wichtig, wenn Sie das falsch hier denken, dann kommt die Gesinnungspolizei und muss Sie dann darauf aufmerksam machen, so wie bei mir. Dankeschön. Das ist die erste Empfehlung. Gerne weiterempfehlen auf Twitter. Und die zweite nochmal, genau, zu diesen Zöllen, also diese beiden Empfehlungen. Ich sag's erst, ciao.